Oh, oh, oh. Da habe ich gerade oben links auf die Zeit geachtet. Was? Ist er behindert? Komm, da setze ich mich jetzt aber echt zurück, denn dafür konnte ich nichts. Das war nicht mein Fehler. Und ich möchte nicht für die Fehler von irgendeinem scheiß NPC bezahlen. Ey, will er mich verarschen oder was? Der dreht er mich da einfach. Er nimmt mich einfach mit. Warum? Ja, Verstappen ist der Erste. Ach nee, Ricciardo ist ja vor uns. Was habe ich da vorhin für Scheiße gelabert, ey? Ach, egal. 1.12.8 von... wer war das? Raikön? Nicht schlecht, Herr Specht. Wir haben da 1.13.6. Also, wir sind schon ein Stückchen schneller als wir. Wobei wir gerade auch eine grüne Zeit haben. Ich komme gerade einfach nicht an Ricciardo ran. Ich bin jetzt mal so frech und stelle das Benzin auf Fett. Das kann ja so nicht weitergehen. Benzin haben wir ja noch genug auf Reserve. Nein, nein, nein. Böse. Lass es. Du Sackgesicht. Da hat er schamlos meinen Fehler ausgenutzt. Was war das denn jetzt? Bottas hat sich gerade hinten in meinen Reifen gehängt. Ihr wisst, was ich meine. Ey, das ist das absolute Chaosrennen hier. So, komm, gib mir DS. Jawohl. Ricciardo 1.12, neue schnellste Runde. Ja, wenn ich rankommen würde. Der ist zu schnell. Scheiß Mercedes AMG, ey. Ohne Spaß. Keine Schnitte. Weil doch, wir arbeiten uns ran. Wir arbeiten uns ran. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber auch das überlebt. DRS und fettes Benzin. Das ist die Mischung, meine Freunde. Optimale Leistung. Mopsgeschwindigkeit. Das tut er doch schon länger. Aber danke, dass du mir auch mal eine Information gibst. So. Oh, momentan werden wir sogar auf neue Bestzeitkurs. Also neue schnellste Runde. So, DRS, ja. Gib ihm. Ah, Rosberg ist schneller gefahren. Oh, oh, nein, 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 nein. Keine Fehler, bitte, nein, 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 nein. Wie viel Benzin haben wir? Jetzt will ich gerade nicht gucken. Sonst verkacke ich hier die Kurve. 0,9 haben wir noch. Nein, ich bin nicht mehr in DRS drin. Wie? Scheiß Mercedes, ey. Ohne Spaß. Einfach viel tausendmal besser entwickelt als der Sauber. Aber was willst du machen? Man muss ja klein anfangen. Ich frage mich, ob das echt so einen großen Unterschied hier macht. Oder ob die auf Experte einfach deutlich schneller fahren als ich. Wobei ich ja eigentlich nicht... Das ist nicht dein Ernst. Das lässt du mal schön, mein Freund. Das lässt du. Oh, nice, ich habe DRS gekriegt. Hehehe. Ja, anscheinend nicht. Lappen. Okay, Boxenstopp. Wir sind jetzt 11 Runden gefahren mit den Reifen hier. Ja, die sind auch schon ein bisschen abgenutzt. Wenn wir auf Super Soft wechseln, haben wir frischere, sind dadurch wieder schneller unterwegs und könnten das Rennen auch beenden, da bin ich mir sicher. Also gut, Soft ist auch schon eingestellt. Und dann denke ich mir, machen wir gleich mal einen kleinen Boxenstopp.
Ey, das ist echt das Chaos-Rennen hier. Das ist schlimmer als TV Total Soccer Quest Challenge. Aber ich hoffe, wir können den dritten Platz echt halten. Das wäre richtig nice. Da würden wir schon gut Punkte kriegen. Und ich mache Fehler bei der Boxeneinfahrt. Und ich hätte gedacht, dass Bottas mich jetzt dreht. Und oh shit! gut, Bottas ist auch rein. Der holt sich jetzt auch neue Reifen. Rosberg kommt dann. Oh, oder ist das da vor uns Rosberg gewesen? Keine Ahnung. Wobei, nee, ich glaube, das war ein Red Bull. Verstappen war das, glaube ich, ja. Nein, da hat Bottas mich echt in der Box überholt. Leck mir den Nudelsack. Na. So. Aber im besten Fall müssen die anderen alle ja auch nochmal ran. Ja. Vorsicht, Frontflügel. Viel hält er nicht mehr aus. Ja, mache ich dann mal. Vielleicht kriege ich die hier vor mir ja auch so. Das wäre natürlich optimal. Das wäre mal wieder ein Rennen, was ich mit dem kaputten Frontflügel mache. Aber solange er nicht kaputt ist, sondern nur geringfügige Schäden hat, verliert man weder an Zeit noch an Kurvenlage oder sonstiges. Also man hat da keine großen Nachteile. Okay, Bottas hat gerade Hülkenberg überholt. Mal gucken, ob ich jetzt Hülkenberg krieg. DRS habe ich, aber er natürlich auch, ne? Also, dann mache ich hier mal ein bisschen sicher und hole den gleich da vorne in meiner Todeskurve. Da könnte ich mit ein bisschen Glück, wobei Bottas ist noch ziemlich weit weg. Den werde ich nicht kriegen, aber ihn habe ich. Und der ist jetzt auch, also kann er mich mal, mich kriegt er nicht mehr. Tschüss Hülkenberg. Jetzt muss ich an Bottas dranbleiben. Das ist jetzt die neue Devise. Wir sind jetzt Platz 6, das ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Oh, oh, oh. Dafür, dass das hier eine Strecke ist, in der ich nicht so hart mauern kann wie in Baku zum Beispiel. Ist das doch ganz ordentlich, vor allem mit dem Sauber, dann hier den 6. Platz zu belegen. Das, da freue ich mich schon. Ja, der Typ dreht auf. Am besten Fall brauche ich jetzt kein DRS mehr für ihn. Dann kann ich mir in der Kurve hier holen. Oh! Ja, erstmal die Hand heben, das war seine Schuld. Mir hängt einer im Reifen! Alter, mir hängt gerade einer im Reifen drin. Lol. Ich habe Bottas überholt und Hülkenberg hat davon jetzt 2 Plätze profitiert. Geil. Alter. Gut. Dann müssen wir uns jetzt an Hülkenberg ranarbeiten. Und aufpassen, dass wir hier jetzt nicht gegen Bottas Zeit verlieren. Das wäre übel. Deswegen, ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren hier. Da habe ich Hülkenberg einfach mal 2 Plätze gegeben. Der jetzt aber an die Box fährt. Gut, also da haben wir kein Überholmanöver, was wir machen müssen. Müssen jetzt aber aufpassen, dass Bottas uns jetzt nicht mit DRS kriegt. Ich hoffe, das reicht. Da kommt er nämlich an, der Typ. Aber das sollte reichen. Ja, Teamkollege ist jetzt an der Box. So. 5. Platz. Ich frag mal kurz, Fahrer vor mir. Sekunden. Wir sind um 2,5 Sekunden langsamer. Sie fahren
Okay. Die Zeit habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wie weit wir hinter Perez sind. Aber das Wichtige, was ich wissen wollte, er ist auf alten, weichen Reifen unterwegs und muss noch einen Stop absolvieren. Das ist das, was ich hören wollte. Denn dann muss er auch demnächst ran. Okay, 6,6 Sekunden, aber wenn er an die Box fährt, dann habe ich den ja easy drin. Alter! Ist er Hacke? Junge, mach einen Abgang! Alter, nicht drehen! LOL! Hat einen Abgang gemacht! Verdient, Alter! Boom! In your face! Der fährt mir erst hinten rauf und meint dann in der Kurve mich überholen müssen zu wollen. Ach, ich hasse Deutsch. Auf jeden Fall, er meinte, er müsste mich überholen. Und ja, da hat er halt den Kürzeren gezogen. Besser er als ich. Also ich hätte da ungern einen Abgang gemacht und meinen Flügel verloren oder Totalschaden oder sonstiges. Er denke ich auch, aber pff, er ist das Risiko eingegangen. Er muss jetzt mit den Konsequenzen leben. So. Gut, fünfter Platz. Perez muss noch rein. Also werden wir bald den vierten innehaben. Hoffe ich jedenfalls. Und dann mal gucken, ob wir da noch mehr machen können. Ja, ich guck mal gerade, wie viel Benzin haben wir. Wow, gerade dran vorbeigeblättert. Nein, schon wieder dran vorbeigeblättert. So, ein noch. Jetzt will ich gerade nicht gucken. Kurve, so. Plus eine Runde ungefähr. Dann stellen wir mal wieder auf Fett. Wir haben gerade freie Fahrt. Das heißt, hier macht Fett jetzt echt Sinn. Denn hier können wir jetzt echt gut Zeit holen und hier in der Kurve verlieren. Ich würde es echt gut heißen, wenn ich mich am Perez ransaugen könnte schon mal. Und Massa jetzt endlich mal einen Abgang macht. Ich will ihn nicht mehr hinter mir haben. Also zumindest nicht mehr, also nicht weniger als eine Sekunde. Denn dann hat er sein scheiß DRS. Am liebsten soll er direkt weg hier. Für 3-4 Sekunden oder so. Dass wenn ich mal einen kleinen Fehler mache, dass er nicht direkt dran ist und sein DRS aus dem Koffer holt. Wann fährt Perez rein? Das ist jetzt die Frage. Er fährt. Er fährt gerade rein. Jawohl. Dann haben wir genau jetzt den vierten Platz. Jawohl. Das ist nice. Das ist richtig nice. Fahrer vor mir. Okay, da bin ich mal gespannt. Rosberg fährt auf alten, weichen Reifen. Also müsste er vielleicht noch mal ran. 8 Runden, das ist eine trickige Frage. Er hat es jetzt nicht erwähnt. Auf jeden Fall ist er ungefähr 10 Sekunden vor uns und macht ungefähr 0,6 Sekunden pro Runde gut. Das ist schon ein gutes Sümmchen, aber es ist ja auch der harte Mercedes. Also wenn er nochmal ran muss... Fick dich. Massa! Alles klar, ich hab DRS gekriegt. Tschüss, Massa. Ich hasse es, wenn die in der Situation ansetzen zum Überholen in der Kurve. Das ist einfach richtig räudig. Und ich verliere gerade echt hart Benzin. Ich muss mal wieder auf Standard schalten. Sonst bin ich gleich leer. Noch Benzin für 0,4 Runden extra. Das ist nicht allzu viel. 7 Runden haben wir jetzt noch vor uns.
Ey, wenn Rosberg noch mal ran müsste, ne, das wäre der Obershit. Und er ist mein Rivale. Wenn ich vor ihm bin, dann... Oh, scheiße. Er ist mein Rivale. Wir stehen 24-24. Bis 30 geht es. Er hat die schnellste Runde. Den Punkt hat er, wenn er jetzt vor mir ist, dann ist er vor mir. Hat er da noch einen Punkt? Also wenn er vor mir ist, ist er vor mir, ja. Also, holt er noch einen weiteren Punkt. Nee, diesmal nicht Massa. Das kannst du vergessen. Da sichere ich mir direkt hier die Innenposition. Und, ja, dann ist er auch auf dem Podium, kriegt da auch nochmal den Punkt. Die schnellste Runde, das habe ich schon erwähnt. Also, den schnellsten Sektor von uns müsste er dann da ja auch haben. Das heißt, er wird finishen. Und ich werde den kürzeren ziehen, leider. Was ich schade finde. Aber, naja, man kann nicht alles haben. Mit dem vierten Platz, das ist mir ehrlich gesagt wichtiger, als die Rivalität gegen Rosberg zu gewinnen. Denn Rosberg als Rivalen zu haben, das ist eigentlich schon was. Wenn man im Sauber sitzt und Rosberg, der den Mercedes AMG unterm Arsch hat. Ernsthaft? Ernsthaft? Was könnt ihr eigentlich? Ohne Spaß. Gib mir doch mal einen Motor, der was aushält. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich den irgendwie überstrapaziere oder sowas. Ich fahre nicht die ganze Zeit auf Fett. Oder sonstiges. Okay, natürlich, er wird beansprucht. Das ist normal in der Formel 1. Mit beschleunigen, Gas geben, runter, beschleunigen, Gas geben und weiter und das öfters halt. Aber das nicht. Bist du Hacke? Du scheiß Brasilianer! Mach einen Abgang! Hoffentlich hast du dir den Frontflügel zerschossen! Fick dich! Das ist nicht dein Ernst! Ne. Dass ich jetzt wieder zurücksetze. Aber das war mal wieder nicht mein Fehler! Warum soll ich für seinen Fehler bezahlen? Du scheiß Wichser! Ohne Spaß! Was versucht er denn jetzt schon wieder? Kannst du mal die Fresse halten? Alles klar! Ja, Raikön fährt mir auch nochmal rein. Safety Car auf der Strecke, Alter. Nee, komm. Was ist falsch mit dem Typen? Was ist falsch mit ihm? Oh, wow. Das kann ich gar nicht mehr. Nein. Oh. Oh, ihr wollt mich doch echt verarschen. Ja. Wow. Jetzt habe ich einen kaputten Frontflügel, der mich langsamer machen wird. Beziehungsweise ich komme schlechter um die Kurven rum. Danke, Massa. Danke, ganz ehrlich. Okay, Raikön ist gerade rein. Den hat es wohl auch hart, den Frontflügel zerschossen. Denn der ist natürlich voll in mich reingefahren, als ich auf die Strecke zurück wollte. Den hat es, glaube ich, übelst erwischt. Das ist einfach das Krebsrennen hier vor dem Herrn. Ja, schön für dich, ey. Ohne Spaß. Mann, was ist falsch mit Massa? Also jetzt echt mal ohne Spaß. Oh. Okay, ich soll das Safety Car überholen. Oh, da war mein Flügel. Da lag gerade mein Frontflügel. Ja, gut. Das wäre jetzt natürlich der Shit, wenn das Rennen jetzt in Safety Car beendet wird.
Ich könnte dann zwar keine Position mehr gut machen, aber ich müsste auch um keine mehr fürchten. Das wäre das richtig Gute daran. Ich habe einen kaputten Flügel und habe dadurch echt einen entscheidenden Nachteil. Ich hoffe echt, dass wir das Rennen jetzt hier auf im Safety Car beenden. Also 3 Runden jetzt noch. Wobei, nee, 4. Ich meine, man muss die 33. Runde jetzt fahren, die 34., 35., 36. Ja, 4 Runden. Ja, so lange wird das, glaube ich, nicht draußen bleiben, oder? Ich denke, so 1, 2 Runden werde ich noch selbst fahren müssen. Ich hoffe da echt, dass ich meine Position verteidigen kann. Ich spare jetzt einfach die ganze Zeit Benzin, indem ich auf Mager fahre. Mein Schnellfahren darf und soll ich jetzt ja eh nicht. Ich guck mal, ob ich die Reifen hier auch ein bisschen schonen kann. Da liegt immer noch mein Frontflügel. Will nicht mal einer wegräumen. Dann können wir gleich auf Fett stellen, falls das Rennen weitergehen sollte, ohne Safety Car. Und dann, ja, können wir auf Fett wieder stellen und ein bisschen hoffentlich verteidigen unsere Position zumindest. Ein Treppchen wäre natürlich echt nice, wenn ich da reinkommen würde, aber Rosberg ist zu schnell in seinem Mercedes. Nein, wahrscheinlich könnte ich ihn mit Fett und... LOL, ist es einer in der Box? Oh nein, schade, es war aber keiner. Oh. Es war keiner, der vor mir war. Oh, ich soll langsamer werden. Sehe ich gerade. Boah, das wäre der Shit gewesen, wenn ich so jetzt mein Treppchen geholt hätte. So. 3 Runden jetzt noch. Also was ich sagen wollte, Rosberg könnte ich vielleicht holen mit DRS und Benzinmischung auf Fett. Aber mein Frontflügel ist halt im Arsch. Wenn der heil war. Uncool. Uncool. Richtig uncool. Finde ich echt nicht geil. Vor allem die Ideallinie, die mir gerade angezeigt wird. Ich will jetzt schneller fahren. Ich muss Platz holen. Oh shit. Wir müssen wahrscheinlich echt nochmal bangen hier. Wir konnten uns ein bisschen Vorsprung gerade rausholen beim Reset. Komm, bitte. Noch 2 Runden. Oh Mann. Und das mit einem kaputten Frontflügel. Ich muss jetzt vorsichtig fahren, dass ich keinen Abgang mache, aber auch nicht zu vorsichtig, dass ich noch Plätze verliere. Denn da hinten sind sie direkt zu dritt. Also das kann übel werden, wenn die mich holen. Dann landen wir vom 4. einfach direkt auf den 7. Ja, ja, Benzin, Benzin, ich weiß, ich weiß. Mann. Kann ich irgendjemand nochmal einen harten Unfall haben, dass der Safety Car nochmal raus muss? Hallo, Frontflügel. Oh, ich hoffe echt, dass wir das retten können. Oh, shit. Kann sein, dass ich gleich ein bisschen ruhiger werde, weil ich mich übelst konzentrieren werde. Dass ich die Punkte hier safe nach Hause bringe. Paris ist nur 2,2 Sekunden hinter mir und der holt auf. Der holt echt auf. Oh Mann, bitte. Okay, 2,3 Sekunden. Komm, gib Gas, Junge, gib Gas, gib Gas. Hol alles raus. 1,5! 1,5 Sekunden! Nein, bitte nicht! Nein! Bitte nicht! Raikön hat die neue schnellste Runde, das ist mir vollkommen egal. Falderi, Falderu, Faldera! Ich habe Zeit verloren, denn die Kurve war echt scheiße! Mami, bitte nicht! Nein! Nicht so feste! Gib mal ein bisschen weniger Gas! Nein! Hallo von Flügel! Komm, ey, ich sehe ihn im Rückspiegel. Nein.
bitte. Tu mir das jetzt nicht an. Der klebt mir am Arsch, ich sehe sein Pfeil. Nein. How about you, lass das. Nein, Schnauze. Hier jetzt ordentlich. Nein, nein, hau ab, hau ab, hau ab. Ich, boah. Boah, wir haben den vierten. Alter. Wäre der Scheiß mit Massa da nicht gewesen, ne? Boah, ich bin gerade in dem Rennen echt 80 Jahre gealtert. Ich kann mich gleich direkt ins Grab legen. Alter. Boah, Treppchen wäre natürlich nice gewesen, aber ein vierter Platz nach dem Rennen. Ich bin übelst glücklich, lebendig ins Ziel gekommen zu sein. Oh. War das war sogar ein Doppelsieg für Red Bull. Oh, die haben ordentlich abgecashed in der Konstrukteurswertung. Ah. Alter, war das ein Rennen. Puh. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen runterkommen. Sehen wir uns nun die Fahrer. Unser aktueller Führender baut hier heute seinen Vorsprung in der WM nach einem sehr guten Resultat. So, Vettel raus. Stefan, disqualifiziert. Haryanto raus. Did not finish. Und Hamilton ist auch raus. Eieiei. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM. Ja, da kann man. Nice, wir sind Erster. Hamilton jetzt 20 Punkte hinter uns und 11 Punkte vor Rosberg. Das kann aber noch übel werden. Und die Konstrukteurswertung sind wir noch auf dem vierten Platz. Das ist auch gut für unser Team. 90 Punkte Vorsprung zu Sahara Force India F1 Team. Ich weiß gar nicht, wer da fährt. Fragt mich nicht. Rennen. Heieiei. Da waren echt 10 bei, ey. Leck mich am Arsch. Das habe ich noch nie gesehen, so. Oh, 207 Dinger. Ja, der hat jetzt, ne? Ah, nein. Oh, so knapp. Boah, nur 4 Punkte. Ach, komm. Naja. Gut, das haben wir nicht geschafft, aber ansonsten war das echt ein sehr erfolgreiches Wochenende, ein sehr erfolgreiches Rennwochenende für uns. Nächstes Rennen haben wir auch 2 neue Teile dabei, dann wird das wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser laufen. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Like freuen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, neue Saison starten soll. Ich weiß gar nicht, warum ich hier gerade in mein PlayStation-Menü gegangen bin. Sag mir mal einfach, ob ich eine neue Saison starten soll, in der ich dann einfach nur fahre für die Aufnahmen. Und ja, dann werden wir uns dann auch hoffentlich wieder im nächsten Video sehen. Tschüss!